Nach den Eingangstests und der Einkleidung ging es für die Ravensburg Tower Stars nach Lustenau in Vorarlberg. Und da standen die ersten Eistrainingseinheiten auf dem Programm. Es war ja bereits im Vorfeld klar, dass die Tower Stars frühestens ab 20. August in Ravensburg trainieren können. Die Kabine war gerichtet, auch Tower Stars Coach Jirschi Ehrenborger, der klare Prioritäten für die ersten Einheiten gesetzt hatte. Ja gut, also ich sage, die meisten Spieler waren noch nicht auf dem Eis. Das sind mehr oder weniger Ausnahmen, die schon auf dem Eis waren. Ja gut, es ist immer ja neue Schlittschuhe meistern oder so. Ja, die eine oder andere, ja, ein anderes Teil von der Ausrüstung auch neu. Also es ist jetzt, glaube ich, sicherlich die ersten drei Tage, ja, dass die Jungs ja sich so ein bisschen alles wieder, ja, dass alles so richtig sitzt. Na, und dann können wir dann nächste Woche schon richtig ja, los starten, na, sage ich ja. Am Freitag, Samstag und Sonntag trainierten die Tower Stars jeweils morgens um 10.15 Uhr. Die Eisqualität übrigens sehr gut, auch wenn die Kälteaggregate aufgrund der hohen Hitze ganz schön zu schwitzen hatten in der Rheinhalle in Lustenau. Wie Coach Jirschi Ehrenborger bereits angekündigt hatte, standen vor allem die Basics im Fokus, also Laufen, Stocktechnik und Passübungen. Rund 1,5 Stunden dauern die Eiszeiten, die auch in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Gerade jetzt zu Beginn der Vorbereitung ist das gegenseitige Kennenlernen natürlich auch wichtig. So sieht das auch Andreas Triendl, Neuzugang im Sturm. Ja, war ganz cool. Die neuen Mitspieler jetzt erstmal kennenlernen. Ich glaube, jeder hat sich gefreut, heute ein bisschen es lockerer anzugehen lassen und die Ausrüstung erstmal einzuspielen und sich eben kennenzulernen. Ja. Auch für die Torhüter sind die ersten Eiseinheiten natürlich etwas ungewohnt, aber Jonas Langmann war schon mal ganz zufrieden. Ist natürlich klar, erstmal muss wieder jeder reinkommen, sich an das Eis gewöhnen, bisschen Schlittschuh laufen, wieder ein Gefühl für die Schale bekommen, aber fand der erste Eindruck sah sehr gut aus. Nach einer vollen Trainingswoche in der Rheinhalle in Lustenau steht dann dort auch das erste Testspiel auf dem Programm. Am Samstag um 19.30 Uhr treffen die Tower Stars auf den EHC Lustenau. Die gastgebenden Löwen treten in der länderübergreifenden Alps Hockey League an. Ein sicherlich interessanter Vergleich zu einer frühen Phase der Saison.